Man muss es so deutlich sagen, erneut Ernüchterung auf Seiten der Europäischen Union in Richtung Großbritannien und Brexit. Malon Amoyal im Straßburger Parlament. Was heißt der heutige Tag für den weiteren Prozess? Ja, dieser Tag, der bedeutet vor allen Dingen eins, dass die Zeit immer knapper wird, um ein mögliches Austrittsabkommen zwischen der Europäischen Union und Großbritannien zu schließen. Zwar sagen EU-Diplomaten immer wieder, dass 90% der Verträge eigentlich ausgehandelt seien, aber die Achillesferse der Verhandlung ist tatsächlich die nordirisch-irische Grenze. Großbritannien möchte eigentlich bis zum endgültigen Abschluss eines Abkommens in der Zollunion bleiben. Das sieht die Europäische Union als keine Möglichkeit an. Sie sagen, dass größtenteils eigentlich nur Nordirland in der Europäischen Zollunion bleiben kann, zumindest bis es dann ein endgültiges Abkommen gibt. Die Zeit, die läuft ab, denn am Ende muss ja noch das britische Parlament als auch das Europäische Parlament ein mögliches Austrittsabkommen ratifizieren. Und so hört man hier auf den Gängen des Europäischen Parlaments auch vor allen Dingen viel Ernüchterung. Wir hatten Gelegenheit, mit einem EVP-Abgeordneten zu sprechen. Elmar Brok ist sein Name. Er ist Mitglied der Brexit Steering Group des Parlaments, also der Gruppe, die sich um den Brexit kümmert hier im Europäischen Parlament, und mit dem hatten wir Zeit zu sprechen. Herr Brok, Michel Barnier hat sich heute geäußert zu den Brexit-Verhandlungen, zum Stand. Nichts Neues, muss man fast sagen. Wo stehen wir? Nun, es werden verschiedene Variationen verhandelt, die im Zusammenhang stehen mit der Sicherung, dass es keine harte Grenze in Irland gibt. Da gibt es verschiedene Variationen mit einer Zollunion, die Backstop, also die Rückversicherung, die gelöst werden kann. Kann das Großbritannien einseitig aufkündigen oder nicht? Das geht auf keinen Fall. Und dann die Variationen, die damit verbunden sind, dass beispielsweise Großbritannien in einer Zollunion bleibt, das glaube ich nicht. Aber es wäre eine leichteste Lösung, das Problem zu lösen. Wie auch andere Variationen, die beispielsweise mit einer Verlängerung der Übergangsfrist zu tun hat, in der ja noch gar nichts passiert, weil Großbritannien voll und ganz im Binnenmarkt bleibt. Theresa May ist unter erheblichem Druck. Die Brexiteers sagen zum einen, dass wenn man jetzt eine harte Grenze quasi zwischen Nordirland und Großbritannien hätte, dann würde das quasi das Vereinigte Königreich spalten. Wie wahrscheinlich wird denn zum Beispiel ein neues Referendum? Weil auch die Mehrheiten in ihrer Partei schwinden ja ziemlich schnell. Ja, ich glaube, viele mehr Leute reden in Großbritannien über ein mögliches neues Referendum, weil sie sagen, die Regierung ist nicht in der Lage, ein Konzept zu erarbeiten in den Verhandlungen, die eine Mehrheitschance im Parlament hat. Sei es, dass die Gegner von Brexit damit nicht einverstanden sind, sei es, dass die harten Brexiteers nicht damit einverstanden sind, sodass es auch darauf hinauslaufen kann. Aber das ist natürlich sehr eng im Zeitablauf, denn der 29. März ist die absolute Deadline und das muss vor der Europawahl geschehen. Und deswegen sollte man noch mal ernsthaft versuchen, diese eine Frage zu lösen, die man, glaube ich, sachkundig vernünftig lösen kann, wenn dabei nicht die Emotionen die entscheidende Rolle spielen. Das ist aber nicht so einfach, weil gerade die Emotionen ja ein bisschen hochkochen, kann man fast sagen. Boris Johnson spricht sich offen für eine Meuterei der Minister im Kabinett, Theresa May, aus, spricht davon, dass man eine Kapitulation quasi unterzeichnen würde mit dem, was man jetzt auf dem Tisch liegen hat bei den Brexit-Verhandlungen. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass Theresa May noch im März quasi Premierministerin ist in Großbritannien, wenig Neuwahlen haben? Das weiß ich nicht, das weiß niemand, das weiß sie wahrscheinlich auch nicht. Aber wir müssen sehen, dass ja die Johnson-Familie gerade das Interessante ist. Der Boris Johnson, der bisherige Außenminister, macht den großen Wirbel, will einen harten Brexit letztlich, wenn sein Bruder zurückgetreten ist und sagt, wir sollen das Referendum machen, damit wir in der Europäischen Union bleiben. Das ist schon ein Familienstreit, der sich symbolhaft über das ganze Land legt. Also 11:55 kann man fast sagen. Bei einem anderen Thema ist es auch 11:55. Morgen läuft die Frist der Europäischen Kommission ab in Sachen Haushalt nachbessern Italien. Die Defizitgrenzen werden ja nicht eingehalten von Italien in der Form, wie man es sich vorstellt. Glauben Sie, da kommt es zu einer Einigung oder wie wahrscheinlich ist ein Defizitverfahren gegenüber Italien? Ich habe das Gefühl, dass es zu einem Defizitverfahren kommt. Das muss die Kommission in großer Sorgfalt machen, sich exakt an die Regeln zu halten, damit die Populisten nicht dort zusätzlichen Honig daraus saugen. Aber es muss ihnen klar sein, denn wenn sie sich nicht an die Regeln halten, hat dieses Konsequenzen. Und ich hoffe, dass man hier doch noch zu einer Einigung kommen kann. Das ist in Europa manchmal nicht am ersten Tag möglich, aber ich hoffe, dass jeder ein Stückchen Vernunft hat, weil der Schaden für beide dann sehr groß wäre. Wie groß wäre denn der Schaden? Die Italiener sagen ja zum einen, sie möchten ihre Wahlgeschenke erfüllen. Gerade im Bereich der Sozialpolitik strebt ja die Regierung in Rom an, viele Geschenke zu machen. Die Staatsverschuldung Italiens ist immens, 2,3 Billionen Euro. Größere Staatsverschuldung hat eigentlich nur Griechenland.
Jetzt gibt es schon die ersten Reaktionen, das muss man auch sagen. Denn an den Finanzmärkten wird es immer schwieriger, dass Italien sich refinanziert. Wie sieht denn das Szenario da aus? Kommen wir nach dem Brexit oder kriegen wir nach dem Brexit gleich schon wieder die nächste Krise in der Europäischen Union? Nun, wir müssen sehen, dass Italien ein Staatsdefizit, das im Wesentlichen aus Italien selbst daraus finanziert ist und nicht Auslandsschulden bedeutet. Und dass dieses Defizit nur etwas größer ist als das amerikanische, wenn man das mal nebenher sagen kann. Aber wir werden feststellen, die Italiener werden feststellen, wenn man sich an die Regel gar nicht hält, dann werden die Zinsen so viel teurer, dass die Verluste für den italienischen Staat für Finanzierung von Programmen höher wird als der überhöhte Haushalt. Und deswegen hoffen wir, dass im Zuge dieser Zeit auch deutlich wird, dass eine Einigung sinnvoll ist, auch im Sinne der italienischen Regierung, damit sie nicht selbst in Riesenprobleme kommt. Sagt Elmar Brok. Ich sage herzlichen Dank. Soweit Elmar Brok. Ja, Jean-Claude Juncker, der hat sich natürlich auch hier schon zum italienischen Haushalt geäußert. Und er sagt, dass er mittelmäßig besorgt sei. Am 21. November wird dann die Europäische Kommission tatsächlich darüber befinden, ob man ein mögliches Defizitverfahren gegen Italien einleiten wird. Das würde bedeuten, dass Italien bis zu 0,2% seiner Wirtschaftsleistung als Strafe zahlen muss. Ausreichend Sorgen rund um die europäischen Parlamentarier. Morgen kommt die Bundeskanzlerin dort nach Straßburg. Immer wieder geben sich die Staats- und Regierungschefs ja ein Stell-dich-ein vor den Parlamentariern. Seit ihrem letzten Auftritt hat sich einiges gedreht. Sie will abtreten als CDU-Vorsitzende und hinter den Kulissen in Europa, im Parlament, aber natürlich auch bei den anderen Regierungschefs wird immer wieder kolportiert, sie sei nicht mehr die starke Frau in Europa, die die Vorgaben machen könne. Was ist morgen von Ihrem Auftritt zu erwarten? Ja, Angela Merkel, ich habe noch mal nachgeguckt, hat das letzte Mal hier vor 6 Jahren gesprochen. Und jetzt ist sie die 12. Staatschefin, Staatschef, der hier im Europäischen Parlament sprechen wird. Europa hat sich in dieser Zeit verändert. Erinnern Sie sich beispielsweise an die Rede von Emmanuel Macron im April diesen Jahres hier. Da hat er mehr Europa gefordert, eine stärkere Reform der Europäischen Finanz- und Wirtschaftsunion. Und Angela Merkel ist natürlich jetzt auch als scheidende Vorsitzende der CDU in einem Stück weit schwächeren Position. Denn auf der einen Seite überwiegt zwar auch die Anerkennung für die Bundeskanzlerin als geschickte Verhandlerin bei diversen europäischen Gipfeln und auch auf dem europäischen und internationalen Parkett. Aber viele erwarten auch eine Rede, die vielleicht auch ein Stück weit nach vorne spielt, eine mahnende Rede sein wird. Über den Brexit haben wir schon gesprochen, mögliche Rechtsrucke in verschiedenen europäischen Staaten, aber auch zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Finanzkrise wieder kommt. Das sind natürlich Themen, die hier auch von ihr morgen bei der Rede erwartet werden. Und dann haben wir ja nächstes Jahr auch noch Wahlen der Europäischen Union. Die werden sicherlich auch als Schicksalswahl von vielen Politikern hier gesehen. Also viel Spannung, viel Erwartung hier vor der Rede Angela Merkels morgen Nachmittag im Europäischen Parlament. Herzlichen Dank, Marlon Amoyal. Wir sind natürlich live dabei.